von Markus Urlaub und ja, bei uns geht es ja relativ normal weiter. Arne ist am Samstag wiedergekommen, wir haben gestern Besichtigungen gemacht, wie immer. Gott sei Dank sind da auch noch ein paar, also es läuft eigentlich relativ ruhig und gelassen immer noch weiter, wir haben immer noch Anfragen. Also eigentlich bin ich guter Dinge, dass es gut weitergehen kann. Ich bin gespannt, ob im Herbst das alles so wieder losgeht, wie wir es uns wünschen würden. Aber eigentlich im Moment ist die Situation recht entspannt. Na, also ich habe Schlimmeres befürchtet, aber wir haben ja gesagt, wir sehen dem Ganzen gelassen entgegen und gucken, was passiert. Und bisher, ja, ist eigentlich alles okay. Die Linse ist immer noch dreckig, sehe ich gerade. Naja, ich hoffe, dass ihr noch genug seht. Muss ich mal langsamer werden. Ja, warum bin ich alleine unterwegs? Arne ist zu Hause geblieben. Ich bin auf dem Weg zur Zulassungsstelle. Da war ich letzte Woche schon mal. Ich glaube, das ist im Video gar nicht richtig rübergekommen, aber ich war den Morgen, als die Jungs den Zaun aufgebaut haben. Den einen Morgen war ich weg. Hab dann meinen ersten Versuch gestartet. Das ist leider missglückt. Nicht, weil ich die Unterlagen nicht dabei hatte, sondern ja, wie ihr wisst, das wird bei euch in den Landkreisen, in Städten und Gemeinden genauso sein. Ist es im Moment nicht so einfach, ein Auto zuzulassen, weil sämtliche Behörden geschlossen haben oder halt Homeoffice machen. Bei uns ist das jetzt so, dass wir nur noch auf Termin zulassen und natürlich nur, wenn du einen besonderen Grund dafür hast. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir ein Cabrio kaufen könnte und aus Spaß und das zulassen könnte, sondern nur, ja, wenn das so wie ist, so wie bei uns jetzt ist, dass es um ein Firmenfahrzeug geht, was wechseln soll. Ruby geht jetzt ja weg. Wenn alles gut geht, das heute klappt mit der Abmeldung und noch ein paar andere Dinge klappen, dann bringen wir morgen Ruby weg und ja, haben dann erstmal kein Zugfahrzeug, beziehungsweise wir haben den Nissan natürlich noch, aber wir haben dann erstmal keine Ruby mehr. Unter anderem muss dann morgen, wenn das alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, der SAT zum Ölwechsel. Ja, wir haben da sage und schreibe 10.000 Kilometer drauf gefahren und schon ist der erste Ölwechsel fällig. Naja, ich bin ganz froh, dass wir das so gemacht haben, weil wir haben immer gesagt, wir wissen nicht, ob sich das lohnt, ein Privatfahrzeug, beziehungsweise eigentlich ist es ein Fahrzeug für lange Strecken gewesen, geplant gewesen. Wir wussten nicht, ob sich das lohnt und jetzt haben wir in der kurzen Zeit, trotz Corona, also trotz sämtlicher Absagen aller Veranstaltungen, für die das Auto eigentlich geplant war, haben wir 10.000 Kilometer darauf gefahren. Also, wie würde das aussehen, wenn das nicht gewesen wäre und wir schon auf der Forst Live und wo wir überall hin wollten gewesen wären, möchte ich wieder nicht ausmalen. Dann mag da wohl schon eine 15 oder eine 20 stehen. Also bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben, dass, dass der Ruby, beziehungsweise egal welche Ruby, ob nun die neue oder die alte, nicht so viel Kilometer runterkriegt und ja, wir halt nicht ständig Eurocar glücklich machen müssen und ein Fahrzeug leihen müssen. Das war ja vorher immer der Fall und deswegen ja, bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben. Es hat sich also gelohnt. Ist auch eine Erleichterung privat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das beim Einkaufen natürlich wesentlich schöner ist, als wenn du mit einem Wrangler fährst, wo hinten eine Hundekiste drin ist, wo du keine Einkäufe reinpacken kannst oder wenig Einkäufe. Und die Rücksitzbank liegt voller Werkzeug. Ne? Da habe ich immer, ich habe für beide Kettensägen, für beide Fräsen, für Stumpa Hondas und Stumparella jeweils einen kompletten Satz Zähne immer dabei, immer. Und Werkzeug und anderes Zeug und ja, das Auto liegt eigentlich immer hinten voll, proppevoll. Und deswegen ist auch das privat eine Erleichterung, ne? Wenn das auch nicht so ins Gewicht fällt und nicht unbedingt notwendig wäre, aber das darf man ja ruhig erwähnen. Ja, ich bin auf dem Weg zur Zulassungsstelle. Ich hoffe, dass das von Erfolg gekrönt ist, dass ich nachher, wenn ihr jetzt den nächsten Take seht, ich erfolgreich Ruby abgemeldet habe und ein Kurzzeitkennzeichen in der Hand habe, damit wir das Fahrzeug morgen da auch hinbringen können mit Versicherungsschutz und nicht illegal ohne Kennzeichen. Okay, ja, vielleicht seht ihr mich gleich wieder. Obwohl, ihr seht mich auf jeden Fall. Wenn es nicht klappt, melde ich mich auch. Bis dann! So, es hat alles planmäßig funktioniert, wenn es so ein bisschen gedauert hat, aber ja, eigentlich war es kein Problem. Die machen ja auch nur ihren Job und müssen nach Vorschrift arbeiten im Moment, ne? Nützt ja nichts. Ja, wir haben jetzt die Kurzzeitkennzeichen, die kommen gleich ans Auto, das heißt, wir können 5 Tage weiterfahren und haben jetzt 5 Tage Zeit, das Auto zum Autohaus zu bringen. Wir gucken jetzt, dass wir das terminlich alles hinkriegen, dass das passt mit der Übergabe und auch mit dem Öl.
Wechsel für den Bruder hier. Und ja, aber ihr werdet live dabei sein, wie immer. Wir nehmen euch dann mit, weil im Moment ist ja alles ein bisschen anders. Wir haben ja Urlaub. Dann wird es auch ein bisschen normale Vlogs zwischendurch geben, dass wir euch einfach nur mitnehmen bei dem, was passiert. Wir bekommen heute noch Besuch und haben heute Abend noch einen ganz wichtigen, schönen Termin. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Habe ich gesehen, so ein gestummelter Ast. So, Mittwochmorgen. Ich fahre mit dem Dicken los. Warum fahre ich heute mit dem Dicken los? Ganz interessant. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich als Dozent gebucht worden bin für den praktischen Teil der Motorsägenausbildung. Und da fahre ich jetzt heute hin. Und da nehme ich euch natürlich mit. Und das ist, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Arbeitssicherheit Kock. Der macht ja bei uns immer die ganzen Prüfungen der Maschinen und von dem ganzen Kram. Und der hatte mich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, jo, klar, hast einen coolen Laden am Start, unterstütze ich gerne. Komme ich vorbei, mache ich die Motorsägenausbildung. Und mal gucken, wie gesagt, wir sind am Überlegen, ob da nicht eine dauerhafte geschäftliche Beziehung draus wird. Ich bin gespannt. Ich nehme euch mit. So, angekommen. Hier ist Arbeitssicherheit Kock. Und hier sind wir dann heute. Da stehen auch schon die ganzen Leute, die warten auf uns.
Füllstand, das was er schon sagte, wenn Familien im vollen Tank an, viele voll und gucken, aber wie weit die Reise geht, ja, oder der Tank ist grundsätzlich so voll, dass es auch reicht. Ja, ihr seht ihr das, das obere Drittel von der Schienenspitze wird berührt und die Säge läuft hoch. Deswegen auch immer Helm und deswegen waren auch lange, da hat Pfann... Genau, wenn ihr euch die Birke anguckt, ne, die hat ja die Fellmarkierung. Das ist natürlich ein unheimlicher Vorhänger und gleichzeitig, wenn wir jetzt, je nachdem wie wir am Baum stehen, also wenn wir hinterm Baum stehen, Gewicht nach rechts. Wenn wir von hier stehen, Gewicht nach links, richtig. So, sind wir alle da? Gut, ich lege meinen Helm hin beiseite. Auch hier wieder Stichwort Baumansprache. Wenn wir uns den angucken, dann sehen wir ganz deutlich, der hängt so ein bisschen links, aber nach vorne. Der ist allerdings so dünn, dass wir den mit der Sicherheitsfeldtechnik, also mit Halteband, nicht schneiden können. Ansonsten ist klar, doppelte Baumlänge ist Gefahrenbereich in jede Richtung. Das heißt, auch wenn ihr von hinten zuguckt und das ein Vorhänger ist und der eigentlich physikalisch gesehen überhaupt nicht nach hinten fallen kann, müsst ihr trotzdem doppelte Baumlänge nach hinten freihalten. Beschädigung, hohe Wurzelanläufer, eigentlich kein schöner Baum, ne? Auch verdreht, hier ist auch noch mal eine Faulstelle. So, und auch ihr habt gesehen, wie viel Zeit ich mir gerade genommen habe beim Ausarbeiten vom Fallkerb. Jetzt stechen wir ein. Und arbeiten uns die Bruch, also und arbeiten uns die aus. Den Fellschnitt arbeiten wir uns aus auf beiden Seiten bis nach hinten. Das Problem, das Schwert wird wahrscheinlich nicht ganz durch, oder Schiene, Schwert sagt man eigentlich nicht, umgangssprachlich, ja, aber es ist eigentlich eine Schiene. Wird wahrscheinlich nicht ganz durchreichen. Das ist nicht schlimm. Wir sägen dann von der anderen Seite gleich nach. Es ist auch nicht schlimm, wenn sich die beiden Schnitte nicht 100% sauber treffen. Steht euer Stützband. Das hält jetzt noch den Baum. So, jetzt nochmal. Achtung, Baum fällt. Und jetzt zertrennt ihr das Stützband schräg von oben. Kein Hexenwerk, ne? Aber man sieht deutlich, wenn wir jetzt den Fallkerb analysieren, und uns die Bruchleiste angucken, dass er hier eher abgerissen ist wie da. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gerade beim Durchstechen ein bisschen schief gestochen und mir hier die Bruchleiste versaut. Wo möchtest du den hinfallen lassen? Der Fahrrad. Richtung Fahrrad. Auf Fahrrad würde ich sagen. Ich wollte sagen, wir sollten mal das Fahrrad wegnehmen. Ja. Er wird immer. Yeah.
Und es hetzt euch keiner. Es ist immer. Es hetzt euch keiner. Ihr werdet nicht auf Festmeter bezahlen. Schön. Eigentlich bin ich durch. Wenn noch Fragen von euch sind. Auch gut gemacht, Florian. Ich habe schon mal einen großen Anfang mitgemacht. Das war ein Forstwirt, der kam von Forstwirt, und ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der hat den Kurs geleitet. Der hat zum Beispiel das auch mit dem Halteband, das hat er auch gezeigt. Aber der hat das immer dann nach hinten durchgestellt. Das, was du nicht machst. Nee, einstecken ist viel sicherer. Viel sicherer. Ne? Viel sicherer. Ja. Dann konntest du mir dann halt auch wieder ein paar neue Sachen dazu. Ja. Das war gut. Dass diese Vorschriften, die kommen ja nicht von irgendwoher, sondern es ist immer irgendwas passiert und irgendeiner hat gesagt, warum ist das passiert? Warum ist der, als der vom Baum weggerannt ist, auf die Schnauze gefallen? Weil da ein Brombeerbusch im Weg ist. Also, damit der Nächste nicht auf die Schnauze fällt, kommt die Vorschrift raus, es ist alles wegzuschneiden. Ich sage immer, die Notmaßnahmen, die Vorschriften sind bestimmt mit dem Blut der Kollegen, die im Fall sind. So, das war jetzt Motorsägen. Teil A. Deswegen haben wir die so ein bisschen erst selber machen lassen, haben dann die Fehler angesprochen, haben denen dann einmal Sicherheitsfeldtechnik mit Halteband gezeigt und haben die dann ja auch damit dann wieder so ein bisschen selber rumprobieren lassen. Weil wir schlafen ja alle nicht auf dem Baum und wir sind ja alle nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Natürlich weiß man, dass wenn die so einen Schein haben, dass die auch Sachen fällen, wo die eigentlich nicht bei dürfen. Das ist ja nun mal die Natur der Sache, ne? Dass dann da, ja, du hast doch einen Kettensägenschein, Karl, Ollo, Willi, Otto, Heinz, ne? Du hast den doch, ne? Du hast den doch, du weißt doch, wie man Bäume fällt, ne? Du hast doch einen Kettensägenschein. Ja, er hat Modul A, er darf bis 20 cm Brusthöhlendurchmesser fällen. Alter, das ist gar nichts, die breche ich mit dem Fährmäher auch so ab, ne? Aber darum war uns das wichtig und dem... der Arbeitssicherheit Kock, der Firma, die auch meine Sachen prüft und so, deswegen war denen das eben auch wichtig, dass da so jemand wie ich auch kommt und den Leuten zeigt, was geht, was nicht geht und worauf es ankommt. Und das ist eigentlich eine schöne Kooperation und wir hoffen, dass wir das nochmal vertiefen können und nochmal weiterführen können und ich hoffe auch, dass euch das gefallen hat. Läuft? So, es ist heute schon spät, wir müssen gleich das Video noch schneiden, weil das ja heute gedreht, morgen schon online. Ich möchte mich ganz kurz beim Nils und bei der Nina bedanken. Ich hoffe, das ist richtig, Nils und Nina, N und N. Die haben uns nämlich heute spontan besucht und haben auch direkt ein Paket mit vorbeigebracht. Ja, auch für euch was drin, guckst du? Ist auch für euch was drin, ganz viel leckeres Zeug. Ich glaube, da ist aber noch mehr für euch drin. Ja, ja. Dann war das auch gar nicht so schlimm, dass ihr eben alleine wart, ne? Und dann haben die uns sogar noch hier zum Eisessen eingeladen. Also wirklich voll lieb, die beiden. Machen das eben auch als Pärchen zusammen. Beide auch gelernte Gärtner. Und der Nils hat sich dann eben auch auf die Seilklettertechnik spezialisiert und so. Also war voll toll, sich mit denen zu unterhalten. Wir haben uns auch echt ein bisschen festgequatscht. Man muss dazu sagen, die haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie uns quasi spontan abgepasst haben. Das hätte auch in die Hose gehen können. Weil wir eben nicht so oft und nicht so viel zu Hause sind, das wisst ihr selber. Aber die haben das auf gut Glück versucht, haben uns erwischt. Ja, du möchtest auch was von haben, ne? Und hat mich total gefreut. Wir hatten echt einen schönen Abend, also von unserer Seite. Ich hoffe auch, dass das von den beiden, dass es denen auch gefallen hat. Und wir möchten uns nochmal, wie gesagt, ganz lieb für den schönen Abend und die vielen Leckereien. Wisst ihr, ist noch mehr für euch. Ja, für die vielen Leckereien dann bedanken. Also wir haben einen ganz tollen Abend gehabt. Uns hat es gefallen. Und ja. Climb safe and stay busy. Huh? Macht's gut, ihr beiden. Vielen lieben Dank. Ciao.